Sprachgelehrten oder zumindest einige Linguisten unterscheiden zwischen zwei Begriffen, die wir häufig als Synonyme begreifen. Diese Worte kommen auch sehr häufig im Koran vor. Das ist das Wort Amila Ya'mal und der Begriff Fa'ala Yaf'alu. Zwei Verben. Beide verstehen wir häufig als etwas tun und machen. Aber es gibt einen kleinen subtilen Unterschied, den wie gesagt einige der Ahlul Ilm nennen. Oder es gibt sogar mehrere Unterschiede. Aber eines dieser Unterschiede ist, dass das Wort Fa'ala oft für Handlungen steht, die man zwangslos macht, die leicht fallen, die nicht mühevoll sind. Während das Wort Amila Ya'malu mehrheitlich oder zumindest häufig für Dinge verwendet wird, die für Handlungen, die etwas Mühe erfordern, die mühselig sind, die Überwindung benötigen. Wenn wir uns den Koran ein wenig betrachten, dann werden wir feststellen, dass häufig das Wort Amila Ya'malu im Kontext der im Kontext von produktiven Handlungen vorkommt, von tüchtigen Handlungen, von guten und nützlichen Handlungen. Während das Wort Fa'ala oft im Kontext von schlechten Handlungen erwähnt wird. Also wir kennen ja die ganzen Textstellen, in denen der Ausdruck Amila Salihan vorkommt. Man Amila Salihan min Zakarin au Untha. Hier sehen wir das Wort Amila, welches für die mühvollen Handlungen benutzt wird. Wer etwas Gutes tut, sei es Mann oder Frau. Oder Innal ladhina amanu wa amilu salihat, jene, die den Iman haben, den Iman verwirklicht haben und die Salihat, die frommen Handlungen, tüchtigen, guten Handlungen ausgeführt haben. Während wir aber im Kontext der Schlechtigkeiten sehen wir unter anderem das Wort Fa'ala. Zum Beispiel hier in der Surah Al-Ma'idah sagt Allah Ta'ala: لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى بْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ. Und verflucht wurden die Banu Israel in den Worten des Dawud und des Isa ibn Maryam. Dies, weil sie sündhaft waren und die Grenzen übertraten. Und dann sagt Allah Ta'ala: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. Hier sehen wir das Wort فعلوا. Übrigens ist das Fa auch leichter in der, also phonetisch gesehen ist das Fa auch leichter, also auf der Zunge. Der Buchstabe Fa gehört zu den Buchstaben, die im Lippenbereich entstehen. Die sind sehr einfach. Es ist ein sehr einfacher Laut. Während der Buchstabe Ein, Amila, zu den Kehlbuchstaben gehört und der entsteht durch den Verschluss des Kehldeckels mit einem diversen Druck. Also das ist ein etwas kräftiger, ein schwieriger Buchstabe. Hier sagt Allah Ta'ala: ذَلِكَ بِمَا كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَن مُنْكَرٍ فَعَلُوا. Sie pflegten sich nicht untereinander von Schlechtigkeiten abzuhalten, die sie ausführten. Hier wird das Wort Fa'ala verwendet. Das ist ein ganz interessanter Punkt, finde ich. Und der Prophet hat das anders ausgedrückt, in anderen Worten. Er sagte: Huffatil Jannatu bil Makari. Das Paradies ist umgeben von Unannehmlichkeiten, unangenehmen Dingen. Von Schwierigkeiten, von Mühseligkeiten. وَحُفَّتِ النَّارُ بِالشَّهَوَةِ. Das Feuer hingegen ist umgeben und umsäumt von den Shahawat, von Dingen, die einem lieb sind, von Trieben umgeben, von den Gelüsten umgeben. Und genau das ist dieser Kontext, in dem die Verse hier auftauchen. Dass die Schlechtigkeiten
von denen hier die Rede ist, die oft ohne weitere Mühen begangen werden, unter anderem, weil die eigenen Triebe unterstützen, diese Handlungen zu tun. Während Handlungen, die produktiv sind, oft eine Überwindung benötigen, oft spielen die Triebe da nicht mit, helfen nicht mit. Das heißt, man muss gegen die eigenen Triebe, gegen den eigenen, wie die Deutschen das sagen, den eigenen Schweinehund antreten. Und das erfordert eben eine gewisse Überwindungskraft und Mühseligkeit. Ja.